Hallo, gegeben ist ein TS-Diagramm mit den Punkten 0, 10, 2, 0 und 4, minus 10. Die Aufgabe lautet, beschreibe den Vorgang in Worten, was könnte es sein, und V und A zu berechnen. Ich rechne es gleich vor, aber wer auch immer das anschaut, soll das jetzt mal auf Pause drücken, das selber probieren und dann erst die Lösung anschauen. So, jetzt kommt die Lösung, also das Ganze in Worten. Irgendjemand startet bei 10 Meter und ist dann nach 2 Sekunden bei 0 Metern. Und dann nach weiteren 2 Sekunden bei minus 10 Metern. Also da liegt ein Maßband und irgendjemand läuft rückwärts. Und zwar, was wichtig ist, mit V ist gleich konstant. Eine V-Konstant-Geschichte. V-Konstant, da gibt es dann genau eine Formel, nämlich ja, die Formel V ist S durch T. Und da kann ich mir hier eben so ein Steigungsdreieck nehmen. S, wenn der Wegdifferenz 10 Meter ist, ist die Zeitdifferenz 2 Sekunden. Also habe ich hier 10 Meter Sekunden und weil es bergab geht, minus und bekomme minus 5 Meter pro Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit und logischerweise ist A ist ja immer Delta V durch Delta T, ist hier 0. Keine Beschleunigung, konstante Geschwindigkeit, fertig. Das war die Aufgabe.